Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu AR Memories of Old. Ja, im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen umgeschaut. Oh, weit. Das habe ich ja gar nicht wirklich angeschaut, ne? Also ich glaube jedenfalls, dass ich die hier nicht gesehen habe. Ah, doch. Doch, anscheinend schon. Naja, dass man gewisse Dinge halt verpasst hier. Naja. Wir haben jedenfalls herausgefunden, hier haben die Leute irgendwie gekämpft und Häuser verbrannt. Ah, doch. Hier gibt es ja zwei von den Tieren. Scheint doch, dann war ich hier noch nicht. Jedenfalls schrecklich, was die hier alles getan haben. Menschen getötet und ich weiß auch nicht, aus welchem Grund. Und sie haben den Göttern die Schuld gegeben, zum Beispiel. Hier wieder so ein Riesentier, das einfach erledigt worden ist. Beziehungsweise waren manche Statuen. Sieht jedenfalls so aus. Vielleicht sehen wir ja so ein Riesentier noch. Na, jedenfalls wurden die Menschen irgendwie ein Herzen dunkler und ja, man kennt es ja von unserer Geschichte. Ne? Ah, hier wäre ein Checkpoint. Der Götterkönig befiehlt Veränderung. Veränderung. Lies. Laut einem königlichen Dekret des Gottkönigs Koroku, König unter Königen, Gott unter Göttern, muss sich ein jeder von dem einzig wahren Gott verneigen. Ihm und nur ihm gehört die Lande im Osten und das Land der Götter. Kniet nieder und werdet verschont. Weigert euch und euren Tagen sich. Was? Weigert euch und euren Tagen sind gezählt. So will der Gottkönig Koroku jetzt und bis in alle Ewigkeit verfassen. Im 10. Jahr des Reiches in seinem großen Stadt Oden. Okay, hier ein bisschen komisch geschrieben, naja, also ein bisschen politisch mäßig, hätte ich jetzt das Gefühl, aber anscheinend hat er das nicht viel gebracht, denn die haben ihn ja da trotzdem gemordet. Und er so, nein, was haben die da getan und so, anscheinend. Naja. Wahrscheinlich hielten sich manche für besser als andere, oder? Ist das ein Hase? Ein Hase, jo, hi. Oh, da ist überhaupt nicht. Überhaupt nicht Angst, das ist ein Riesenhase. Ich meine, gut, es gibt ja so große Hasen. Also, ich meine, es gibt große Hasen, ja. Aber genau so groß, das ist vielleicht jetzt von der Proportion ein bisschen, naja. Ah ja, übrigens ist mir aufgefallen, da steht ja Süden, Westen, Nordwesten zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen nach oben fliegen. Also falls wir hier nichts finden, was dem entspricht. Weil hier stand ja eben hier drin in diesem Ort stand ja drin. Dass es leider dazu kam, dass die das meiste irgendwo anders hinbringen mussten. So. Herr, laut unser Speer wurden Lagerung von AR unter dem Tempelgelände nördlich von hier gefunden. Ablagerung von AR? Ja gut, mal angenommen, ich weiß ja nicht, was AR bedeuten soll, genau. Also Memories of Old, das heißt so eine Art Puzzle of, also Memories, irgendwelche Zusammensetzungen aus alter Zeit, sowas in der Art, oder? Ich glaube, sowas bedeutet das ungefähr. Na, also diese Wolkengebilde. Naja, dass sie sich auch nicht bewegen, ist halt also noch ein bisschen seltsam.
Östliche Treppen. Östliche Treppen. Okay. Ah, die Vögel sind in echt. Ich höre eben Vögelgeräusche. Denk mir so, ist das jetzt im Spiel oder nicht? Der Wachturm ist eingestürzt. Hilf mir noch Überlebenden zu suchen. Oh, okay. Der Wachturm. Ist nicht gut, dass der eingestürzt ist. Hi. Also, schade, haben die nicht gemacht wie in Hope, dass man irgendwelche Tiere streicheln kann oder so. Das wäre jetzt noch ein Update. Ja. Das natürlich nicht schlecht gewesen wäre. Wie wir aussehen, also echt. Jedenfalls sehr interessant. Oh, wieder ein Checkpoint. Aber ihr müsst euch vorstellen, früher waren ja die Inseln irgendwie alle zusammenhängend, ne? Glaube ich jedenfalls. Und dann sind sie auseinandergebrochen oder sowas in der Art. Die Frage ist natürlich, wann ist das genau passiert? Okay, da leuchtet wieder was. Das heißt, wir müssten dorthin. Oder dürfen dorthin. Wieder viel zu erkunden. Aber so Spiele mag ich. So Spiele, wo man etwas erkunden kann. So, ich fliege mal genau da nach hinten, wenn man das kann. Und kommt man da rein? Okay, kommt man nicht. Schade. Ich dachte, man kann da irgendwie reingehen und irgendwas anschauen oder so. So, wer war denn hier? Oh ne. Lass mich los, dieser Ort ist heilig und nicht einfach nur irgendeine Energiequelle, die sich aufspalten lässt. Ach da, eben, die einen dachten, sie können einfach die Energie von irgendwelchen Dingern nutzen. So, hier wurde auch irgendwie gebetet, ne? Deswegen sind hier noch Kerzen, wobei die... Naja. Sieht eigentlich noch gut aus, für das, dass die Gebiete schon länger verlassen sind. Wahrscheinlich aber hat der ein oder andere eben, der andere, wo, also die, wo wir getroffen haben und uns gesagt haben, ja, normalerweise haben wir ja da für alles gesorgt, ne? Haben da das instand gehalten, sag ich mal so. Tempel öffnen. Okay, machen wir das mal. Oha. Jetzt habe ich auch gesehen, dass das eben so Dinger sind. Dann ist es auch logisch, wieso man da vielleicht nicht rein kann. Wow. Jetzt gehen wir wahrscheinlich in die Tiefe wieder. Tempel betreten. Oha. Wie ein Liftzug. Was düster und dunkel. Oh, wie die hier auch das mit dem Licht hinbekommen haben, ne? So, dass ein bisschen flackert, ne? Also wie Feuer normal auch. Wie schwebt denn Freunde? Okay. Na gut, hier kann irgendwie alles schweben, ne? Wie geht es mit dem westlichen Monument voran? Westlichen Monument.
Monument. Na, man kann da doch, doch. Oh, hier gibt's ja noch. Gibt's ja noch mehr in die Tiefe. Hat er Schmerzen? Irgendwie so aus. Okay, mit dem Geräusch ist auch gut. Natürlich Eisen, ne? Eigentlich würden wir hier durchfallen. Ich meine, so wie die Schuhe hat und wir schweben ein bisschen in der Luft. Aber sie können ja auch fliegen, also von dem her. Kann sie auch schweben. Irgendwie. Wir schauen nach unten. Wie das immer bei denen so klingt, als würden die reden. Wahrscheinlich reden die da, oder haben die mit den anderen geredet. Okay. Muss ich nach unten springen? Ich meine, wie komme ich denn sonst nach unten, ne? Oh. Ja gut, so geht's auch. Die Frage ist natürlich, wie ich nachher wieder hochkomme. Riesenkrüge, die sogar größer sind als sie. Das sieht nach einer verschlossenen Tür aus, wie ein Safe-Raum oder so. So. War ja, kurz. Ach so, zurück komme ich so. Ah, gut. Dann wissen wir schon, wie man zurückkommt. Ist auch schon mal gut. Ich muss immer noch sagen, das Ganze ist hier immer noch irgendwie mysteriös, diese Welt. Naja, aber jedenfalls sehr interessant. Die Träume der Leute haben sich wieder beruhigt. Diese Sache mit dem König ist hoffentlich nicht mehr als das Hirngespinst eines alten Mannes. Ui, was zum... Was für eine Riesenstatue. Können wir das schieben? Nein. Ui, so komme ich schnell runter. Deswegen springe ich einfach. Hier schon wieder so eine Riesentür. Anscheinend kann ich sie nicht aktivieren. Oder öffnen. Okay, hier konnte man... jedenfalls mal schreiben. Jetzt geht's noch tiefer runter. Ah, da wäre die Treppe gewesen. Naja, wer nimmt heutzutage schon Treppen? Also ich meine, wenn man fliegen kann, dann kann man auch runterspringen. Wir sind auf einen wahren Schatz gestoßen. Dort unten gibt es noch viel mehr AR. Lass bisher gedacht. Was mir AR? Was? Gedacht. Lustig ist, wenn man AR übersetzt auf Google, dann kommt man auch auf ein komisches Ergebnis. Auch irgendeine andere Abkürzung. Denkt mir so, okay. Der Fahrstuhl funktioniert schon wieder. Was? Schon wieder nicht. Wer legt denn ständig den Hauptschalter um? Da regt sich einer auf. Nochmal so eine Tür. Okay. Wir müssen in die Tiefe. Oh. Ich wäre fast ganz runtergefallen, aber ja. Benutzen. Okay, benutzen wir mal. Anscheinend haben wir zwei Türen jetzt aktiviert. Und der Fahrstuhl geht. Die hier unten sind immer noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir... Oh, was war das für ein Bug hier gerade?
Oh, wir sehen uns. Unsere Innereien. Oh. Also, wir haben ja keine. Aber jetzt sehen wir sie mal von ganz nah. Das sieht einfach echt komisch aus. Und da hinten gibt es nochmal was. Okay, da können wir schon hoch. Gut. Dann schauen wir uns das doch mal an. Benutzen. Eins von drei. Okay, da hat sich noch nichts getan. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir die Tore wirklich öffnen da oben. Oder ob das einen anderen Effekt dann hat. Ja, das haben wir schon gelesen. Oh doch. Und hinter der Tür einfach nochmal ein Schalter. Das sieht nach einem Lift aus. Oh ja, sogar ein funktionierender. Also ich meine, nicht einer, wo er einfach geladen wird, sondern... Okay. Einschalten? Da können wir nichts. Doch, auch einschalten. Hä? Anscheinend können wir darüber. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist das der letzte von ihnen? Ja, die anderen träumen sie. Träume sind in Lager weggeschlossen. Träume? Okay, das ist anscheinend so ein Ding, ne? Die Frage ist jetzt, wie kriege ich das so hin? Ah, jetzt verstehe ich's. Doch, macht Sinn. Also wenn ich jetzt auf den drauf komme, ist das ja wie eine Treppe, ne? Gut, dann habe ich das vorhin falsch gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und vor allem, wie kommen wir dann wieder zurück, ne? Gehen wir vor allem richtig vor hier oder nicht? Ich denke, wenn jetzt nur das Erkunden gewesen wäre mit diesen Ding, ne? Und alle Tempel irgendwie so klein gewesen wären, dann hätte es wahrscheinlich nicht so lange gedauert. Speist zu Ehren der einzigen Gottes Koroku. Ewig sei seine Herrschaft, König der Könige. Und Herrscher der unseren bekannten Welt. Na, wahrscheinlich war auch die Steuerung, die wir gesehen haben, genau der Typ hier. Ist auf der Seite auch nochmal was zu lesen? Oder nicht? Ne, hier gibt es einfach nochmal ein Riesentor, das wir vorhin gerade geöffnet haben. Hier können wir hier drüber laufen. Und sehen das Ding. Okay, von hier aus kann man auch noch auf diesen gehen.
Und hier geht's runter. Aber was sich hier unten verbirgt, meine lieben Leute, das sehen wir im nächsten Part von AR Memories of Old. Also seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, liebe Leute, und tschüss!